Hallo und herzlich willkommen, hier ist euer Vanny vom Halo Cluster HD und ihr hört hier wieder die Cluster News mit neuen Infos rund um die Master Chief Collection und ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Folge. In den letzten Tagen ist wieder einmal etwas aus der Master Chief Collection durchgesickert und zwar erstes Gameplay-Material zur remasterten Map und dem Fan-Favorit Zanzibar. Diese ist nun neben den Maps Ascension, Lockout und Sanctuary bisher in unserem Cluster News zu sehen gewesen. Auf Material der Map Bloodgulch warten wir bisher noch vergebens. Außerdem stellt sich die Frage, welche Map wohl die sechste und letzte sein wird. Was meint ihr? Schreibt es doch mal in die Kommentare und ja, lasst uns mal einfach zusammen fachsimpeln, was denn hier die sechste Map sein könnte. Da das Material etwas länger geht, als das Thema es zulässt, lassen wir es an dieser Stelle einfach über das nächste Thema drüber laufen. Also nicht wundern, dass vielleicht der Content, den ich sage, nicht zu dem Video passt. Okay, wisst Bescheid. Es machen in letzter Zeit viele Gerüchte die Runde, wie beispielsweise, dass nach dem Release der Master Chief Collection noch weitere remasterte Maps als DLC nachgeliefert werden würden. Aber auch das 3 für 3 mit den Gedanken spielt, Halo 3 ODST und Halo Reach doch noch für die Xbox One zu veröffentlichen. Das sind natürlich alles nur Spekulationen, aber diese treten in einer so großen Zahl auf, dass eine Reaktion seitens 3 für 3 Industries nicht unwahrscheinlich wäre. Zumal sich diese sehr schwammig zu solchen Projekten äußern. Auf der PAX beispielsweise fiel neben einer möglichen PC-Version eben diese Frage, welche direkt im Keim erstickt wurde, bevor diese vermehrt Aufmerksamkeit bekommt. Das ist schon sehr verdächtig. Und in einer der vorherigen News-Folgen erzählten wir von einem Drittprojekt, das neben der Master Chief Collection und Halo 5 Guardians laufen solle. Erkennt da jemand einen Zusammenhang? Oder auf uns wartet ein weiteres Smartphone- oder Tablet-Spiel, wie letztens Halo Spartan es holt? Letzteres ist wohl am wahrscheinlichsten, da Microsoft großes Interesse an dem Vertrieb von mobilen Spielen und allgemeinen Software äußert. Alle, die eine Xbox 360 besitzen und nicht völlig von Halo Reach abgeneigt sind, haben diesen Monat übrigens die Möglichkeit, sich diesen Titel anlässlich des aktuellen Games with Gold Angebots kostenlos zu sichern. Das ist doch eine super Sache, also nichts wie ran an die Xbox und downloaden, liebe Freunde. Das soll soweit gewesen sein von der heutigen Folge der Cluster News. Ich hoffe, ich habe euch gut unterhalten und informieren können. Und wir hoffen natürlich, dass ihr wieder fleißig dabei seid. Schreibt in den Kommentaren, unterstützt uns mit Likes, Abos oder Empfehlungen, wie ihr das gerne wollt. Wir sind für alles dankbar und freuen uns über jeden neuen Zuschauer, den wir mit Halo-Content beglücken können. Ich bin euer Vanny und verabschiede mich hiermit.